Am 1. April 2017 hat eine unbekannte Person aus Reutlingen beim Lotto 11,3 Millionen Euro gewonnen. Doch bis heute, also rund ein Jahr später, hat sie sich immer noch nicht gemeldet. Laut Lotto Baden-Württemberg gab es das noch nie. Der gesuchte Spieler oder die gesuchte Spielerin hatte den Spielschein fürs Mittwochs- und Samstagslotto am 29. März in einer Lottoannahmestelle im Stadtgebiet Reutlingen abgegeben. Der Gewinnanspruch kann in der Stuttgarter Lottozentrale noch bis Ende 2020 geltend gemacht werden. Danach fließt der Gewinn in einen Topf für Sonderauslosungen. 13 Tage, 1100 Kilometer, 30 hochmotivierte Radler und alles für einen guten Zweck. Jetzt sind sie losgefahren. Jedes Jahr steuern die Radler der Reutlinger Hochschule einen anderen Ort an. Dieses Mal soll es nach Borkum im Norden Deutschlands gehen. Beim Startschuss auf dem Gelände der Reutlinger Hochschule sorgten Cheerleader, Musik und die Studenten selbst für Stimmung. Auf dem Weg halten die Studierenden an und werben um Spenden. Die Erlöse der Tour gehen an den Verein Integramus e.V., der soziale Projekte in Afrika unterstützt, und an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e.V.